wer schon immer davon geträumt hat, sich einen Millionär zu angeln, der hat heute die Gelegenheit dazu. Denn in Hamburg sind die Araber los. Und nicht nur irgendwelche Araber, sondern die der teuersten und luxuriösesten Hotels in Dubai. You've got a wife. Yeah. Oh no! What to do? Unfortunately, she's German as well. Really? Yeah. Ich habe immer noch keinen Ring am Finger. Naja, kann ja auch nicht immer klappen. Meine Mutter hat mir zu Weihnachten ein Buch geschenkt, das heißt Länger Freude am Mann, und vielleicht hätte ich das mal lesen sollen. Eines der ganz besonderen Highlights vom Hamburger Hafengeburtstag ist natürlich das traditionelle Schlepperballett. Mädels, ihr könnt mir doch bestimmt sagen, was das Schlepperballett ist, oder? Ja. Das ist, jo, die machen die vorne mit dem Boot, ne? Hab ich recht? Ich komme nicht aus Hamburg, aber ich weiß es. Herzlich willkommen zu Sunnys großem Shopping-Marathon. Ich bin heute auf ganz toller Mission unterwegs, denn ich darf mir neue Schuhe kaufen. Passend zum roten Kleid. Rote Schuhe sind ja auch Trend, habe ich gehört. Und ich habe da schon da drüben im Regal welche entdeckt und ich mache jetzt mal einen Hechtsprung ins Schuhgetümmel. Rote Schuhe. Schauen Sie mal, echte Manolo Blahniks. Naja, nicht ganz, von Deichmann, aber ist auch egal. Und wenn die jetzt noch passen, dann dürfen Sie mich Aschenputtel nennen. Ja, rechts jetzt schon mal und links ja, auch. Perfekt, oder? So können wir heute Abend losgehen. Na, ihr fleißigen Bienchen, schon ordentlich Muskelkater vom vielen Trainieren? Oh, gibt's nicht. Hoch mit den faulen Knochen. Heute geht's hier weiter mit dem großen Pole Dance Marathon Teil 3. Mit mir und Nele Seert. Also das mit dem Holzbein, das kriege ich noch hin, nur nicht an der Stange. Nele, ich finde, wir machen effektive Arbeitsteilung. Ich trage die Tussi-Outfits und du machst die Arbeit, ha? So machen wir das. Finde ich gut. Apropos Outfits, warum habt ihr eigentlich so wenig immer an beim Tanzen? Das muss doch einen Grund haben. Das liegt nicht daran, dass wir alle so extrovertiert sind und uns unbedingt nackt zeigen wollen. Nein, das liegt einfach daran, weil die Stange sonst rutschig ist. Ich sitze jetzt hier im Kleidermarkt mit Charlotte Kalinda. Sie kennen sie alle, die schwedische Moderatorin, bekannt aus Big Brother, aus dem Frühstücksfernsehen. Was ist mit deinem Bauch passiert? Hast du gestern eine Melone gefrühstückt, oder? Ja, am Stück. Eine ganze. Sieht man das? Nee, ich dachte, ich verkleide mich mal als Dirk Bach heute zum Interview. Nee, Spaß beiseite. Im 9. Monat bin ich schon. Da darf man das auch sehen. Das weiß ich natürlich. Und deshalb, damit ich ein bisschen mitfühlen kann, damit du ja nicht alleine sitzt, habe ich mir was einfallen lassen. Jetzt muss mir helfen, jetzt muss mal kurz halten. Ach, das ist toll. Ist sogar Ikea-Kissen. Du bist extra ja verrückt. Schwedisches Ikea-Kissen. Ja, warte mal. Oh. So kennt man dich. Ne? Ja, so kennt man. Finde ich aber sehr charmant. Man leidet nämlich als Schwangere wirklich sehr unter diesem Bauch, ja, wenn man es gewöhnt ist, normal auszusehen. Also vielen Dank, so geht's mir schon gleich besser. Steht mir gut, ne? Ja, super. Oder? Hat man halt keine Brüste mehr. Ja, aber ich habe keine Brüste. Aber guck mal, hast du es schon schlagen? Es klopft. Ja, ja. Was wird es denn? Unglaublich. Wir sind jetzt hier bei der großen Grand Prix Party auf dem Kiez. Hinter mir die Menge tobt. Naja, fast. Alles Gute für deinen Geburtstag. Oh, das ist so nett, Dankeschön. Danke. Oh, ich bin ganz aufgeregt, mein Gott, Paul Potts. In Hollywood kriegen ja auch alle Kinder am laufenden Band. Brangelina und Britney Spears hat 1000. Die Schwester von Britney Spears hat schon wieder ein Kind bekommen. Stimmt, die ist ja auch. Die ist auch schon wieder schwanger. Aber irgendwie bist du ja schon aus dem Raster raus. Ne? Alle kriegen mit 21, mit 18, mit gefühlten 15 Kinder. Und du bist jetzt schon, darf ich es verraten? Ja, 34 ist ja. Ist alt wie Braunkohle, sag mal. Das ist auch charmant hier. Ich glaube, ich muss weg. Das nehme ich dir natürlich nicht übel. Ich bin ja auch ein bisschen älter schon als die meisten. Aber ich hatte ehrlich gesagt mit 21 oder wie alt ist die Schwester von Britney Spears, alles andere im Kopf, aber keine Kinder und keine Babys. Eher so trinken als Schweden natürlich und sowas, aber keine Kinder. Apropos trinken, was ist denn das Erste, was du nach der Geburt machst? Saufen gehen, ordentlich dein hinter die Binde kippen oder was? Ja, erstmal ein Liter Wodka, ne? Und dann schön stillen. Nee, ehrlich gesagt, glaube ich, ich baue erstmal ein schönes Billigregal von Ikea zusammen. Kannst du bei mir vorbeikommen? Ich ziehe gerade um, hör mal. Ach so, ja, das können wir machen. Wir können uns verabreden, wenn du willst, für nach der Geburt direkt. So 2 Tage später. Sie haben es gehört, das ist ein Wort. Super. Frau Kalinda, okay, kommt so vorbei. Wir machen das. Hand drauf. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen shoppen. Ich versuche hier noch was Passendes für meinen schönen Bauch zu finden. Ja, ich zeig dir mal, wie man sich vorteilhaft kleidet als Schwangere. Ich sag mal so, Sporn auf die Ohren, Knüppel auf dem Sack, hier ist das Action-Team. Ich habe jetzt hier den Loti gefunden, Lodi. Hi. Hi, ich suche jemanden, mit dem ich auf meinen persönlichen, ist unbequem hier, aber ist egal, mit dem ich auf meinen persönlichen Highway to Hell fahren kann. Ja. Schmeißt du dich für mich vor ein Bike und mach suchst ich mir jemanden? Klar, wir halten eins an und dann setzen wir dich hinten drauf. Geil, das kriegen wir hin, oder? Ich werde jetzt eine richtig harte Sau, ich muss jetzt richtig Schmerzen erleiden. Tut das weh? Natürlich. Oh, ich kann gar nicht hingucken. Hier, wo es normalerweise um Schiffe und Stahlträger geht, stehen heute ganz andere Dinge im Vordergrund. Nämlich Akrobatik,
sportliche Höchstleistung, Körpergefühl und jede Menge knackiger Männerkörper. Und deswegen bin ich auch hier. Nee, Quatsch. Red Bull bringt uns die 12 besten Klippenspringer der Welt nach Hamburg. Und das konnten wir uns von 20 und der Mopo natürlich nicht entgehen lassen. Klippen gibt's hier nicht, aber die Rigmarigmas. Und die muss heute dafür herhalten. Es hat aber vor allem gut geklappt und er hat im letzten Durchgang nochmal die beste Wertung des Tages draufgelegt. Insofern haben wir, glaube ich, einen verdienten Sieger gesehen. Jetzt habe ich hier heute so viele nackte Kerle gesehen. Jetzt musst du ja eigentlich auch noch blank ziehen für mich. Wir wollen nicht so kurz vor Schluss dieses tolle Event nochmal richtig versauen, oder? Hallo, heute bin ich nicht die Sunny, sondern die Sandy. Sandy Meyer-Wölden. Ich habe mir extra hier, ihr seht, die Augen schön schwarz geschminkt. Und ich werde mich jetzt mal zu Olli Pocher, meinem Schatz, reinschleichen und den mal ein bisschen knutschen. Olli, ich komme. Kennst du mich nicht mehr? Nein, sag mal. Ja, wie aber neulich, als ich mit dem Boris noch zusammen war. Wer? Ich bin doch die Sandy. Du spinnst. Wollen Sie ein Autogramm von mir haben? Danke, nein. Das hast du gut gemacht, der Boris war nichts für dich. Nee, der Boris, der hat auch nur so einen kleinen. Ich bin prominent. Ja, schön. Sie wollen kein Autogramm von mir? Ich bin auch prominent, aber ich... Wieso, wer sind Sie denn? Ich bin Peter Esch. Ah. Ja. Guck mal, da ein Vogel. Ach, ja, klar. Mist. Komm, ich geb dir das. Nein, aber ich will doch nur zum Olli. Sie können mich doch bestimmt für einen Zehner da reinfahren. Ich tue auch so, als wäre ich ohnmächtig. Komm, Sie kriegen 20. Ah, oh Gott. Oh Mann, Schuhe dreckig hier. Tasche kaputt, Frisur, Make-up im Eimer. Also der Preis, um auf so eine Promi-Veranstaltung umsonst zu kommen, ist mir echt zu hoch. Da bin ich doch lieber wieder die normale Sunny.